Tod den Juden. Nach Auschwitz geht es nicht da lang. Wir nehmen euch mit zum Camping, umsonst und mit Heizung. Oktober 2012 in der ungarischen Hauptstadt. Kundgebungen und Demonstrationen von Rechtsextremen gehören mittlerweile zum Alltag in Budapest. Der Journalist, der diese Bilder gedreht hat, wird eingekesselt und verprügelt. Seine Nase wird gebrochen. Die Polizisten vor Ort helfen ihm nicht. 6 Monate später, seine Anzeigen haben noch nicht zu einer Anklage geführt. Ich habe alle unsere Videos der vergangenen Jahre angeschaut. Wenn die Rechtsextremen antisemitische Parolen skandiert haben oder auch gegen die Roma wetterten, passierte das Ganze etwas verdeckter und diskreter. Aber heute ist das anders. Es passiert ganz offensichtlich und direkt. Das zeigt doch, dass es heute okay ist, solche Dinge offen und mit Hass zu sagen. Dieser Anstieg des Rechtsextremismus in Ungarn führte zu einer Rekordbeteiligung an dem Marsch der Lebenden am 21. April. Mit diesem Gedenkmarsch wird jährlich der 500.000 ungarischen Opfer des Holocaust gedacht. Wegen dem wachsenden Antisemitismus hat sich auch der Jüdische Weltkongress dazu entschlossen, seine Jahresversammlung im Mai in Budapest zu veranstalten, aus Solidarität mit den ungarischen Juden. In Ungarn sind rechtsextreme Ansichten mittlerweile salonfähig geworden. Es kommt immer öfter zu antisemitischen Übergriffen in diesem Land, das die Heimat der größten jüdischen Gemeinde Osteuropas ist. Dazu kommen die regelmäßigen Angriffe auf die Gemeinschaft der Roma. Im Fokus dieser Entwicklung steht die rechtsextreme Partei Jobbik, die stärkste Kraft im Land. Der Fraktionsvorsitzende von Jobbik sorgte im November vergangenen Jahres für Aufsehen. Er forderte im Parlament, man solle Listen der in Ungarn lebenden Juden anfertigen. Sie seien ein Sicherheitsrisiko. Seine antisemitischen Äußerungen sorgten für internationale und nationale Kritik. Später sprach der Politiker von einem Missverständnis. Any citizen of a country. Jeder Staatsangehörige eines Landes, das internationales Recht missachtet, begeht Genozid. Jeden Tag gegen das palästinensische Volk. Diese Staatsangehörigen sind also ein nationales Sicherheitsrisiko für jedes Land, in dem sie sich aufhalten. Deswegen richten wir unser Interesse auf diejenigen, die neben der ungarischen auch die israelische Staatsbürgerschaft haben. Außerdem hat der damalige israelische Präsident Shimon Peres 2007 meine Heimat Ungarn als ein Zielobjekt für Geschäftsmänner und die Finanzwelt angepriesen. Das passierte in einem Kontext von Kolonialisierung und der Erbauung eines Weltreiches. Peinliche Äußerungen für die ungarische Regierung, die eigentlich die Beziehungen zu Israel ausbauen möchte. Der Sprecher des ungarischen Parlaments kündigte an, dass die Auflagen gegen Rassismus und antisemitische Ausfälle verstärkt werden sollen, ganz unabhängig von politischen Erwägungen. Wir haben bereits vor kurzem unsere Position bezüglich der Hassreden in der Verfassung gestärkt. Mit diesen Änderungen zum 4. Artikel können wir einem Abgeordneten das Wort verbieten, der die Würde des Parlaments, die von einzelnen Menschen oder auch von einer Gemeinschaft angreift. Wir könnten ihn auch von einer Sitzung suspendieren und im äußersten Fall sogar einen dauerhaften Ausschluss beschließen. Diese Initiativen reichen nicht aus, um das wachsende Unwohlsein im Lande zu bekämpfen, meint dieser Journalist. Er will anonym bleiben, er steht auf einer Liste von jüdischen ungarischen Persönlichkeiten, die im Internet kursiert und wird oft von Rechtsextremen angegriffen. Die Kommentare sind sehr aggressiv, wie zum Beispiel, dass die Aufgabe von Auschwitz noch nicht vollendet wurde. Die Wahrheit ist, dass ich mich einfach nicht mehr sicher fühle. Nicht im Alltag, also im Bus oder der U-Bahn. Aber ich fühle mich sehr unsicher, was meine Zukunft angeht. Und ich sehe diese ganze Entwicklung auch eher als ein europäisches Phänomen. Für den Vorsitzenden des Verbandes der jüdischen Gemeinden in Ungarn muss das Land erst mit der Vergangenheit abschließen, um die Gesinnungen zu ändern.
In Ungarn haben wir uns unserer Vergangenheit nicht gestellt, so wie es Deutschland gemacht hat. Es gibt einfach Dinge, die man nicht mit Gesetzen bekämpfen kann. Sie müssen in den Köpfen der Menschen klar sein. Das Wichtigste ist, dass wir darüber sprechen, was passiert ist. Nur die Bildung kann uns weiterbringen. Das Bildungsministerium hat vor kurzem neue Empfehlungen herausgegeben. Unter anderem sollen nun im Unterricht Autoren behandelt werden, die bekannt sind für ihre antisemitische Haltung während des Zweiten Weltkriegs. Dieser Vorschlag sorgte für Proteste. Und auch wenn er keine Auflage ist, für diesen Schuldirektor ist es eine Empfehlung mit Hintergedanken. Als die Bildungsministerin ihren neuen Lehrplan vorgestellt hat, hat sie ganz deutlich gesagt, dass damit die nationale Identität gestärkt werden solle. Außerdem ist es klar, dass diese Autoren keineswegs zu den bedeutendsten Schriftstellern Ungarns gehören. Demnach liegt der Schluss nahe, dass sie aufgrund von ideologischen und politischen Gründen ausgewählt wurden. Eine weitere Neuheit, die Einführung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Der könnte zwar auf Wunsch auch durch Ethikunterricht ersetzt werden, trotzdem sind Elternvertreter entsetzt. Die Tatsache, dass Kinder kategorisiert werden, beunruhigt sie zutiefst. Meiner Meinung nach darf der Staat kein Geld dafür ausgeben, um Religionsunterricht in einer normalen öffentlichen Schule anzubieten. Der Schock des Zweiten Weltkrieges sitzt tief. Auch heute wollen viele Kinder und selbst Ältere nicht offen über ihre Religion sprechen. Die Jahresversammlung des Jüdischen Weltkongresses im Mai in Budapest feuert die Diskussionen über die Geschichte des Landes weiter an. Alte Konflikte treten offen zutage. Die rechtsextreme Partei Jobbik kündigte bereits eine antizionistische Gegendemonstration an unter der Leitung dieser Abgeordneten. Ich bin Architektin und in der Stadtentwicklung tätig. Es ist einfach unglaublich, wenn man sieht, wie viel Spekulation auf dem ungarischen Immobilienmarkt betrieben wird. Und die geht vor allem von israelischen Spekulanten aus. Es ist doch offensichtlich, dass diese Immobilieninvestitionen ernsthafte Auswirkungen auf lange Sicht haben werden. Es wird nicht nur viel gebaut werden. Die Bevölkerung wird sich ändern. Es wird zu einer großen Verdrängung kommen. In dem jüdischen Verein Marom versuchen diese Jugendlichen ihrerseits Brücken zu bauen. Im Kampf gegen die Ausgrenzung wollen sie durch kulturelle Aktivitäten die verschiedenen Akteure der ungarischen Gesellschaft zusammenbringen. Wir arbeiten sehr eng mit vielen zivilen Organisationen zusammen. Mit Roma-Organisationen, homosexuellen Vereinen und auch mit vielen Vereinen, die sich mit sozialen Problemen beschäftigen. Wenn wir die Solidarität in dieser Gesellschaft stärken können, können wir auch gegen diese extremistischen Gruppen ankämpfen. Eigentlich stehen sie doch alleine in dieser Gesellschaft. Sie sind alleine in ihrem Hass.